Oh, hallo, meine lieben Damen und Herren, da wäre ich wieder. Und heute habe ich den 18. Übungszettel für Sie. Ich beeile mich direkt ein wenig, denn heute geht es um Wechselstromkreise und ich habe etwa 20 Teilaufgaben, für die ich jetzt etwa 45 Minuten habe. Wie Sie sich vorstellen können, könnte das eng werden. Wahrscheinlich wird es nicht klappen. Von daher, falls ich zu lange brauche, sehen Sie sich den Rest der Übung einfach später an und wechseln Sie dann einfach schon mal, ne, zur mathematischen Ergänzungsstunde. Es kann sein, dass das ein bisschen länger dauert. Wir haben heute drei Aufgaben für Sie und es geht im Wesentlichen um alles, was so mit Wechselstrom zu tun hat. Ja, ich fange direkt mal an mit Aufgabe 61. Und hier ging es um Kapazität und Induktivität im Wechselstromkreis. Die Aufgabenstellung war, es soll das Verhalten einer Kapazität, also eines Kondensators, und einer Induktivität, also einer Spule, im Wechselstromkreis untersucht werden. Aufgabenteil A, da ging es jetzt erstmal noch nicht um Kondensator und Induktivität, sondern betrachten Sie zunächst einen ohmschen Widerstand R, okay, der eine Wechselspannungsquelle, die Spannung U von T gleich U0, das ist die Amplitude, mal Cosinus Omega, das ist die Frequenz, mal T, liefert. Ja? Das ist die Spannung, die die Wechselstromquelle liefert, also Wechselspannungsquelle liefert, sorry. Fertigen Sie eine Skizze an. Wie lautet der Ausdruck für den fließenden Strom I von T? Hinweis: Achten Sie, dass das Ohmsche Gesetz zu jedem Zeitpunkt gilt. Das ist natürlich ein wertvoller Hinweis, aber fangen wir erstmal mit der Skizze an. Das ist hier relativ simpel. Das soll jetzt mal meine Wechselstromquelle darstellen. Dann habe ich hier einen Stromkreis. Hier habe ich einen zumalen ohmschen Widerstand. Hier fließt jetzt mein Strom. Wenn ich einzeichnen wollte, könnte ich sowas machen. Aber Sie müssen wissen, wie gesagt, es ist ein Wechselstromkreis. Ja, der Strom fließt mal so rum, mal wieder so rum. Deswegen lasse ich das direkt, das wirklich einzuzeichnen. Macht wahrscheinlich auch nicht viel Sinn. Ja, nur zur Verdeutlichung. So, jetzt war die erste Frage, naja gut, wie sieht der Strom aus? Ja, das heißt, ja, Strom fließt. Der Hinweis war, dass immer das ohmsche Gesetz gilt und das ist hier sehr hilfreich. Ja, das bedeutet, ich kann einfach sagen, naja gut, wenn ich mir hier meinen Widerstand angucke, naja gut, wir wissen, was gilt da, naja, das ohmsche Gesetz ist sowas, ja, Spannung ist Widerstand mal Strom, das heißt, das gilt immer zu allen Zeiten, das heißt, ich kann es auch zeitaufgelöst machen, also I von T ist dann sowas wie eine Spannung in Abhängigkeit von der Zeit durch meinen Widerstand. Das ist ja eine Konstante. Ja, das ist einfach nur ein Wert. Das bedeutet, ich kriege sowas raus wie U0 durch R mal Cosinus von Omega mal T. Gut, das war auch schon die erste Teilaufgabe. Ja, das ist unser zeitabhängiger Strom. Aufgabenteil B. Hier soll es jetzt darum gehen, wie groß ist die momentane Leistung P von T? Und die mittlere Leistung, P quer, ich schreibe es mal auf, P von T ist gesucht. Und die mittlere Leistung, P quer. Ja. Wie groß ist die momentane Leistung und die mittlere Leistung, die die Schaltung aufnimmt? Dafür gab es wieder einen Hinweis, der zeitliche Mittelwert der Funktion Cosinus Quadrat Omega T ist 1/2. Das werden wir gleich mal brauchen. Gut, erstmal, wie sieht die Leistung überhaupt aus? Das ist relativ simpel definiert, für den Fall, dass Sie es vergessen haben. Schreibe ich es Ihnen nochmal hin. Die Leistung in so einem Stromkreis ist nichts anderes als die zeitabhängige Spannung mal die zeitabhängige Stromstärke. Das ist alles. Ja, das hatten wir beide schon hier oben stehen. Ja, das heißt, wir haben einmal U0 Cosinus Omega T. Der Strom ist U0 durch R Cosinus Omega T. Das heißt, das Produkt davon ist einfach U0 Quadrat durch den Widerstand R mal Cosinus Quadrat Omega T. Das ist auch schon alles. Ja, das ist die zeitabhängige oder momentane Leistung. So. Dann wollen wir noch P quer wissen, die mittlere Leistung. Hier gab es den Hinweis, dass diese Kenngröße im zeitlichen Mittel genau 1/2 ist. Ja, alles andere ist nicht zeitabhängig. Damit haben wir da auch schon alle Kenngrößen, die wir brauchen. Ja, das heißt, das ist einfach nur 1/2. Mal die Amplitude meiner Spannung, U0 zum Quadrat,
geteilt durch den Widerstand. Ja, also je mehr Spannung ich anlege, je größer die Amplitude ist, desto mehr mittlere Leistung habe ich. Je größer mein Widerstand ist, desto weniger Leistung habe ich. Das macht erstmal Sinn. Das war jetzt erstmal zum Warmwerden. Die schwierigeren Sachen kommen jetzt ab Aufgabenteil C. Jetzt sollten wir einen etwas komplexeren Schaltkreis betrachten. Und zwar betrachten Sie nun eine Kapazität C, also einen Kondensator, die wieder an eine Wechselspannungsquelle, so wie gerade, die können Sie ja mittlerweile, ja, die die Spannung U von T gleich U0 mal Cosinus Omega T liefert. Das ist die gleiche Spannungsquelle wie gerade, angeschlossen ist. Gut. Fertigen Sie eine Skizze an. Auch das kennen wir mittlerweile. Die Frage ist, wie lautet jetzt der Ausdruck für den nach Schaltung fließenden Strom, I von T? Als Hinweis war gegeben, man möge jetzt den Zusammenhang zwischen der Ladung Q und Spannung U an den Kondensatorplatten betrachten. Das könnte hier wichtig sein. Außerdem als zweiter Hinweis war noch angegeben, dass der Strom, I von T, nichts anderes ist als die Ableitung der Ladung nach der Zeit, die Q nach dt. Gut, das ist erstmal viel Information. Fangen wir erstmal mit dem einfachsten an. Ja, machen wir erstmal wieder eine Skizze. Das ist wieder unsere Wechselspannungsquelle. Dann habe ich meinen Stromkreis. Und als einzigen Unterschied habe ich jetzt hier keinen Widerstand mehr, sondern einen Kondensator. Ja, sonst bleibt alles gleich. Interessant war jetzt der Strom. Und der Hinweis, den wir gegeben hatten, war, naja, wir sollten mal auf die Ladung an den Kondensatorplatten achten und die Spannung. Wie Sie wahrscheinlich wissen, zumindest hoffe ich, dass Sie das noch wissen, ist die Ladung auf den Kondensatorplatten gegeben durch die Kapazität meines Kondensators und die Spannung, die ich an den Kondensator ablege. Jetzt hätten wir das Ganze aber gerne zeitabhängig. Naja gut, dann ist die zeitabhängige Ladung auf meinen Kondensatorplatten immer noch gleich der Kapazität. Das ist nämlich eine Konstante meines Kondensators, die ist überhaupt nicht zeitabhängig, die ist nur, ne, dadurch gegeben, welchen Kondensator ich verwende, mal die zeitabhängige Spannung. Denn die hängt natürlich wieder von der Zeit ab. Gut, wie die aussieht, das weiß ich aber, das kann ich einfach den Wert hier einsetzen. Ja? Das heißt, U von T ist nichts anderes als meine Amplitude U0 mal Cosinus von Omega mal T. Das ist ja auch schon alles. Gut, aber das ist jetzt meine Ladung auf den Kondensatorplatten. Wie Sie sehen, die oszilliert jetzt auch kosinusförmig und zwar genau in Phase, also genau gleichförmig mit der Spannung, die Sie anlegen. Ja, wenn ich gerade im Moment besonders viel Spannung habe, habe ich auch besonders viel Ladung auf den Leiterplatten. Das macht intuitiv auch erstmal Sinn. Jetzt hätten wir aber gerne den Strom, I von T. Was ist das? Na ja gut, wir hatten gesagt, das ist die Ableitung der Ladung nach der Zeit. Und unsere Ladung ist hier, wie gesagt, zeitabhängig. Also wird es da was geben. Gut. Da muss ich schauen, was habe ich hier zeitabhängig? Meine Kapazität und meine Amplitude sind nicht zeitabhängig, der Cosinus hingegen schon. Ja? Okay, dann muss ich gucken, die Ableitung von Cosinus ist minus Sinus, also werde ich irgendwo ein Minuszeichen brauchen. Das Omega, ne, Cosinus von Omega t, die Ableitung davon ist minus Omega, Sinus Omega t, das heißt, das Omega brauche ich auch. Meine Kapazität und meine Amplitude habe ich noch. Und dann habe ich hier noch den Sinus von meinem Omega t. Ja, das ist jetzt also der Strom, der in diesen Schaltkreis fließen würde. Jetzt können wir uns das Ganze mal so ein bisschen visualisieren. Ja, wenn ich jetzt hier einfach mal U eintrage, ja, das hier soll meine Zeitachse sein, und auf diese Achse male ich jetzt mal U, dann war das kosinusförmig. Ja, das bedeutet zum Zeitpunkt 0 hier. Sagen wir mal, das war N0, das war minus U0. Ja, habe ich sowas. Dann bekomme ich so eine Oszillation. In Aufgabenteil A hatten wir es schon, ja, wenn wir da einfach nur einen normalen Stromkreis haben mit Widerstand, ist der Strom dazu in Phase, macht also genau das gleiche, wie meine Spannung macht. Das ist relativ simpel. Das zeichne ich jetzt nicht nochmal extra. Aber in Rot zeichne ich jetzt einfach nochmal den Strom ein. Ja, und in diesem Fall, ja, ich nenne es mal IC.
weil es der Strom ist, den ich in einem Stromkreis mit Kondensator hätte. C wie Kapazität von Kondensator. Ja. Was haben wir hier? Wir haben etwas, was sich wie Minus Sinus verhält. Okay, Minus Sinus. Jetzt kann ich mal überlegen, der Sinus von 0 ist 0 und danach würde es so rumgehen. Das heißt, der Minus Sinus würde hier erstmal sich so verhalten. So. So. Und so. Ja. Das bedeutet, wenn Sie genau hingucken, naja, das ist ja an sich wenig überraschend. Der Sinus ist nichts anderes als der Cosinus, aber phasenverschoben. Ja, das heißt, ich könnte hier statt des Sinus auch schreiben, naja gut, kann ich auch einfach sagen, Omega mal C mal U0 mal Cosinus von Omega T plus Pi halbe oder 90 Grad, wie es Ihnen lieber ist, ist genau die gleiche Formulierung. Ja, jetzt habe ich einfach das Minus Sinus gegen Cosinus der gleichen Frequenz plus Pi halbe ausgetauscht. Ja. Das heißt, wie Sie hier sehen, sind Strom und Spannung gegeneinander phasenverschoben. Jetzt kann Sie sich einmal kurz überlegen, ob das Sinn macht. Naja, was passiert, wenn ich hier in so einem Kondensatorschaltkreis erstmal eine Spannung aufbaue? Ja, jetzt können Sie sich überlegen, was passiert. Der Strom kann ja nicht frei fließen. Warum? Naja, zwischen den Kondensatorplatten habe ich einfach nur leeren Raum. Da gibt es keinen leitenden Kontakt. Da kann kein Strom drüber fließen. Ja, Sie hatten hier schon das Rote. Wie ist die Ladung auf meinen Platten? Die ist im Prinzip durch meine Spannung gegeben. Ja? Das heißt, wenn ich viel Spannung habe, habe ich hier auch viele Ladungen quasi auf meinen Kondensatorplatten. Hier sagen wir mal viele negative, hier viele positive. Wenn das so ist, ja, dann ist es aber gerade so, dass der Strom, der sozusagen eigentlich fließen müsste, dadurch wieder kompensiert wird, dass gerade meine Ladungen getrennt werden. Ja, das heißt, da fließt im Moment überhaupt kein Strom. So, jetzt gehe ich aber hier weiter und dann, wenn ich hier einfach mal, also wieder hier unten schauen, ja, also hier wieder hinschauen, dann gehe ich mit meiner Spannung hier wieder ein bisschen weiter und bin dann hier beim Punkt 0. Ja, da ist meine Spannung komplett weg. Was passiert dann? Naja, ich habe hier diese, ich sag mal, Ladungstrennung gehabt und es gibt keine Spannung mehr, die diese Ladung auf den Kondensatorflächen hält. Die stoßen sich aber natürlich gegenseitig ab. Das bedeutet, das sorgt dann wieder für einen ziemlich starken Stromfluss in Gegenrichtung, der dann durch den Stromkreis gejagt wird. Ja? Und genau das ist das, was Sie hier sehen. Ja, wenn meine Spannung 0 ist, dann ist hier, das sehen Sie hier, mein Strom relativ groß. Ja, und genau das ist das, was Sie hier sehen, diese Phasenverschiebung zwischen Spannung und Strom. Ja, die kommt halt daher, dass ich jetzt einen Kondensator drin habe. Und dass ich nicht einfach nur einen Stromkreis habe, wo die Leitung durchgeht, sondern dass ich hier ein relativ komplexes Verhältnis zwischen Spannung und Strom habe. Gut. Damit kommen wir auch schon zu Aufgabenteil D. Das war im Prinzip das gleiche wie Aufgabenteil B, nur für diesen anderen Schaltkreis. Hier war wieder die Frage, wie groß ist in diesem Fall die momentane Leistung? Wie groß ist hier die mittlere Leistung? Ja, und auch hier gab es wieder einen Hinweis, und zwar hier gab es den Hinweis, dass Cosinus Omega T mal Sinus Omega T im zeitlichen Mittel, das zeichne ich mal, stelle ich mal so dar, 0 sein soll oder definitiv ist. Na gut, da muss ich nur wieder, wie hier oben schon gemacht, P von T aufschreiben. P von T ist wieder gleich meine Spannung, zeitabhängig. Mal mein Strom zeitabhängig. Naja, wie sah das aus? Den Strom haben Sie hier stehen. Ja, oder auch hier, nehmen wir den. Weil wir ja schon den Hinweis gekriegt haben, dass Sinus mal Cosinus im zeitlichen Mittel gleich 0 ist. Ja, dann kann ich nochmal überlegen. Meine Spannung hat ein U0 drin. Hier sehe ich das auch. Also minus Omega C mal U0 Quadrat mal Sinus von Omega T mal noch von der Spannung ein Cosinus von Omega T. Ja, das ist meine momentane Leistung, die aufgenommen wird. Wie sieht jetzt der Mittelwert aus? Naja, der Hinweis war, dass dieser Mittelwert alleine schon 0 ist. Und damit ist auch der gesamte Mittelwert 0. Ja, das bedeutet, diese Schaltung, wie Sie hier sehen, nimmt überhaupt keine Leistung auf.
Das ist natürlich relativ offensichtlich eine Folge davon, dass hier Strom und Spannung außer Phase sind, ja, und um 90 Grad gegeneinander verschoben sind. Ja, das ist relativ wichtig. Warum das so ist, hatte ich Ihnen gerade schon so ein bisschen erklärt. Ja, Sie haben einfach Strom oder Spannung da, ja, außer Phase. Das bedeutet, da wird keine Leistung aufgenommen. Ja, rein rechnerisch sehen Sie das hier. Momentan kann das passieren. Ja, Sie sehen hier U von T mal I von T. Wenn Sie sich das einmal mal aufzeichnen, wie das aussehen sollte, ja, das kann momentan von null verschieden sein. Das heißt, in manchen Momenten wird Leistung aufgenommen, es kann aber auch manchmal negativ werden, wie Sie sehen. Ja, das bedeutet, dann wird diese Leistung sozusagen wieder zurückgegeben. Ja, das bedeutet, im zeitlichen Mittel ist die aufgenommene Leistung null. Das heißt nicht, dass in jedem einzelnen Moment die aufgenommene Leistung auch null ist. Damit kommen wir auch schon zu Aufgabenteil E. Na gut, jetzt hatten wir einen ohmschen Widerstand, wir hatten einen Kondensator, es ist wenig überraschend, was jetzt kommt. Ja, Aufgabenteil E, betrachten Sie jetzt eine Induktivität, also eine Spule, L, die wieder an die gleiche Wechselspannungsquelle U von T gleich U0 Cosinus Omega T angeschlossen ist. Fertigen Sie wieder eine Skizze an. Gut. Wie lautet in diesem Fall der Ausdruck für den in der Schaltung fließenden Strom I von T? Hinweis: Beachten Sie den Zusammenhang zwischen Strom und Spannung bei einer Spule, der durch das Induktionsgesetz gegeben ist. Ja, das ist ein sehr, sehr wichtiger Hinweis. Aber fangen wir wieder mit der Zeichnung an. Das ist jetzt wenig überraschend. Es sieht fast so aus wie immer. Nur den Kondensator von gerade müssen Sie durch eine Spule L ersetzen. Ansonsten bleibt alles wie gehabt. So, jetzt müssen wir ein bisschen überlegen. Wir hatten den Hinweis, dass wir ein bisschen auf die Induktion aufpassen müssen. Ja, wie lautet in diesem Fall der Ausdruck für den fließenden Strom? Beachten Sie den Zusammenhang zwischen Strom und Spannung, wenn der Spule ja durch das Induktionsgesetz gegeben ist. So, jetzt müssen wir ein bisschen überlegen. Ja, wir wissen, es gibt sowas wie die Lenz'sche Regel. Ja, das heißt, wenn ein Strom jetzt hier durch meine Spule gejagt wird, induziert das auch wiederum eine Spannung, die dem Gradienten meines Stroms entgegengerichtet ist. Ja? Das heißt, um das nochmal als Gleichung aufzuschreiben, Lenz'sche Regel, ja, die induzierte Spannung ist gegeben, wodurch, naja, das ist negativ, mal die Induktivität, mal die Änderung des Stroms durch meine Spule durch. Ja? Das Minuszeichen kommt, wie gesagt, daher, dass jede Änderung, also Änderung der Stromstärke in diesem Fall, eine Spannung bewirkt, die sozusagen der Ursache dieser Änderung entgegengesetzt ist. Ja, deswegen das Minuszeichen. Da müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen. So. Das bedeutet, wie machen wir jetzt weiter? Naja, das heißt, mein U von T, was muss das jetzt sein? Naja, Sie wissen, dass es so etwas wie die Maschenregel gibt. Ja, das heißt, alle Spannungen, die ich irgendwie über einen Stromkreis summiere, müssen sich zu Null wegheben. Das bedeutet zum Beispiel hier oben einfach nur, wenn ich jetzt mal messen würde, welche Spannung in diesem Stromkreis abfällt und einfach mal hier am Widerstand messen würde, würde ich tatsächlich die Wechselspannung messen, die ich reingebe. Ja, im Kondensator ähnlich. Hier, wie gesagt, ist das ein bisschen anders, weil Sie aufpassen müssen, welche Spannung hier induziert wird. Ja, das bedeutet, bisher hatten Sie immer das, naja, wie soll ich sagen, dass die Wechselspannung sowas sein muss wie die Spannung, die der Verbraucher auch verbraucht, sozusagen. Ja, ob es der Widerstand ist, der das in Wärme umwandelt oder was auch immer. Jetzt ist es eher so, ich schreibe mal ein bisher drüber. Jetzt, naja, wir hatten gesagt, dass die induzierte Spannung der Ursache entgegenwirkt. Ja? Das heißt, mein U von T ist gleich minus die induzierte Spannung. Das ist wichtig. Ja? Das bedeutet, mein U von T ist gleich plus meine Induktivität dI nach dT. Ja, das Vorzeichen ist hier wichtig. Damit haben wir aber jetzt einen Zusammenhang zwischen der Stromstärke und der äußeren Spannung. Ja, und das müssen wir jetzt einfach nur noch ein bisschen umstellen. Na gut, ich will ja auf die Stromstärke hinaus.
die i nach dt, bringe ich das l also jetzt einfach mal rüber. Das ist also jetzt sowas wie 1 durch meine Induktivität mal die Spannung, die ich habe. So, jetzt habe ich die Ableitung meiner Stromstärke, aber an sich hätte ich natürlich gerne die Stromstärke selbst. Also muss ich jetzt wohl oder übel einmal integrieren. I von t ist gleich 1 durch L. Na gut, möchte ich da über die Zeit integrieren. Also integriere ich von Zeitpunkt 0 bis zum Zeitpunkt t. Worüber? Na ja, über die Spannung, die ich da habe. Ja, das ist U von t' dt'. Warum t'? Naja, ich habe das t, was nachher rauskommen soll, schon hier in den Integralgrenzen drin. Da muss ich jetzt hier einen leicht anderen Buchstaben dafür wählen und deswegen nenne ich es t'. Ja. Das ist gleich 1 durch L, Integral von 0 bis t. Jetzt kann ich einfach einsetzen, ja, U0, Cosinus, Omega. In diesem Fall muss ich es natürlich dann auch t' nennen, der Konsistenz wegen. Und das Ganze integriere ich über t'. Gut, das ist zum Glück kein so ganz hartes Integral. Ja, Sie wissen, Cosinus integriert, da kommt Sinus raus. Ja, es ist Cosinus von Omega t', also muss ich 1 durch Omega Sinus rausbekommen. Aber das war es dann auch an Schwierigkeiten. Ja, das heißt, ich bekomme sowas raus wie U0 durch Omega L mal Sinus von Omega t. So, das wäre es auch schon. Das kann ich Ihnen hier oben aber nochmal einzeichnen. Vielleicht mal in diesem schönen, ekligen Grün. Ich nenne das Ganze jetzt mal IL. Und das Ganze soll jetzt sinusförmig sein. Na gut, wir hatten jetzt gerade in Rot Minus Sinus. Dann ist Sinus natürlich relativ simpel. Das dem Ganzen einfach entgegengesetzt. Ja, das bedeutet, wo wir gerade den Fall hatten, ja, dass Sie eine Pi halbe oder 90 Grad Phasendifferenz zwischen Spannung und Strom hatten, sind es jetzt wieder 90 Grad, aber in die andere Richtung. Ja, hier, wenn Sie einfach mal hier vergleichen, ja, ist der Strom 90 Grad vor der Spannung. Vorhin war der Strom 90 Grad hinterher. Gut, woran liegt das? Naja, überlegen Sie einfach mal, was passiert. Ja. Was passiert, wenn jetzt ich ganz, ganz viel Strom durch meine Spule geht? Ja. Naja gut, da müssen Sie überlegen. Passiert relativ viel, wenn hier der Strom durchgeht? Interessanterweise nicht. Warum? Naja, worauf reagiert das, ich sag mal, Induktivitätsgesetz? Auf die Änderung meiner Stromstärke. Wenn ich jetzt aber hier am Maximum bin, also da an diesem Punkt, ändert sich die Stromstärke quasi gar nicht. Ja, genauso wenig wie hier unten oder da oben. Am Maximum habe ich quasi keine Änderung. Da wird also auch keine Spannung induziert. Ja, ich habe einen konstanten Stromwert. Das sehen Sie dann auch hier zum Beispiel. Ja, das heißt, die Spannung ist an diesem Punkt null. Da wird nichts induziert. Das ist genau das, was Sie erwarten. Aber damit kriegen Sie natürlich auch raus, dass Sie diese 90 Grad Verschiebung haben wollen oder haben müssen. Im Gegensatz, wo haben Sie die steilste Steigung? Na, das ist hier beim Nulldurchgang etwa gegeben. Ja, ich zeichne es Ihnen mal hier ein. Da etwa. An diesem Nulldurchgang haben Sie eine ganz, ganz große Änderung. Und wie Sie sehen, haben Sie da auch eine ganz, ganz große Spannung. Das ist genau das, was Ihnen das Induktionsgesetz sagt. Ja, große Stromänderung, große Spannung. Daher ist das. Ja, das heißt, es macht absolut Sinn, dass Sie hier diese 90 Grad Phasenverschiebung haben. Gut, wo wir das haben, kommen wir zur Aufgabe F. Die ist jetzt wieder nicht ganz so überraschend. Ja, auch jetzt geht es wieder darum, wie groß ist nun die momentane Leistung P von T und wie groß ist die mittlere Leistung P quer. Hinweis, ja, der zeitliche Mittelwert von Sinus mal Cosinus ist immer noch 0. Na gut, die momentane Leistung ist, was die Stromstärke ist, haben Sie ja hier stehen. Ja, Spannung. Stromstärke von T, das heißt, das ist U0 Quadrat mal Omega mal L, beides in dem Nenner, mal Cosinus Omega T mal Sinus Omega T. So, dieses Produkt war gerade im zeitlichen Mittel 0. Ja, machen wir es mal so. Ja, an sich ist das nicht 0, nur im zeitlichen Mittel, das sollte ich vielleicht hier oben auch nochmal klarstellen, ja, das ist das zeitliche Mittel, das ist nicht per se null, aber im zeitlichen Mittel ist es das. Ja, das bedeutet, mein P quer, meine mittlere aufgenommene Leistung ist auch hier wieder null.
Gut, damit haben wir Aufgabenteil A bis F schon mal geschafft. Fehlt noch Aufgabenteil G. Erläutern Sie die Begriffe Wirkleistung und Scheinleistung anhand der in Aufgabenteilen A bis F gewonnenen Erkenntnisse. Na gut, erstmal, wie Sie wahrscheinlich wissen, habe ich sowas wie Wirkleistung. Sollten wir zwar nicht explizit erläutern, aber Sie wissen, dass es sowas gibt. Was war Wirkleistung? Ich scrolle nochmal hoch. Wenn Sie ganz an den Anfang zurückgehen, in Aufgabenteil A, haben Sie gesehen, dass hier an diesem Widerstand tatsächlich Leistung abfällt, auch im zeitlichen Mittel. Das hat man hier genannt. Ja, das wäre Ihre Wirkleistung. Also die Leistung, die tatsächlich im zeitlichen Mittel weggeht. Was Sie jetzt noch haben, ist aber die sogenannte Blindleistung. Wie darf ich mir das vorstellen? Und warum zeichne ich die senkrecht dazu? Naja, wenn Sie sich hier einfach mal zum Beispiel die momentane Leistung anschauen, wie wir sie hier zum Beispiel hatten, in diesem, ja, bei der Spule, dann sehen Sie, na gut, zeitabhängig haben Sie immer mal ein bisschen Leistung, die aufgenommen, aber auch wieder zurückgegeben wird. Aber im zeitlichen Mittel ist das halt null. Ja, deswegen zeichne ich das hier mal senkrecht, dass diese Leistung ist da, trägt aber nichts dazu bei, was wirklich aufgenommen wird. Das heißt, meine Gesamtleistung, die ich so habe, wäre dann sozusagen die Vektorsumme aus beiden und das ist meine Scheinleistung. Warum ist das relevant? Warum interessiert mich das überhaupt? Weil die Wirkleistung ist doch letzten Endes die, die aufgenommen wird. Ja? Das heißt, wenn Sie zu Hause mal gucken auf Ihre Stromrechnung, ist diese Wirkleistung das, was Sie bezahlen. Naja gut, aber diese Blindleistung und damit auch die Scheinleistung müssen Sie gewissermaßen vorhalten. Was bedeutet das? Naja, das ist zum Beispiel die Energie, die wir brauchen, um hier ein Magnetfeld aufzubauen bei Ihrer Spule. Oder auch hier beim Kondensator, das ist die Energie, die Sie erstmal brauchen, um das elektrische Feld aufzubauen. Ja, die kriegen Sie immer wieder zurück, aber Sie müssen sie halt erstmal haben. Ja, das ist genauso wie, keine Ahnung, wenn Sie ein schaukelndes Kind betrachten oder so ein Kind auf eine Schaukel setzen und schaukeln lassen wollen. Ja, da müssen Sie natürlich auch erstmal Energie reinstecken. Das heißt, Sie müssen die Schaukel erstmal richtig weit auslenken. Ja, und dann brauchen Sie keine weitere Energie mehr reinstecken, idealerweise. Das Kind schaukelt erstmal hin und her. Aber diese Energie müssen Sie halt erstmal einmal aufgewandt haben. Ja, Sie können nicht einfach das Kind auf die Schaukel setzen und in der Mitte sitzen lassen und dann wird schon was passieren und das wird schon Spaß haben. Ja, so läuft das nicht. Sondern Sie müssen die Energie einmal reinstecken erstmal. Ja, und das ist genau diese Blindleistung. Und wenn Sie jetzt zum Beispiel Netzbetreiber sind, ist das für Sie durchaus interessant. Und falls Sie mal in die Industrie gucken, falls Sie in Industrieunternehmen sind, das zum Beispiel relativ viele Blind- und Scheinleistungen braucht, kann es sein, dass Ihnen das sogar in Rechnung gestellt wird, weil Ihr Netzverbraucher, ne, muss das ja erstmal bereitstellen. Das wird dann anteilig und nicht ganz so teuer, aber auch dafür können Sie bezahlen. Gut, damit bin ich mit dem ersten Aufgabenteil schon mal durch. Ich höre mal wieder auf, das hier zu teilen und gebe Ihnen mal einen Moment, um Fragen zu stellen, weil das war jetzt doch relativ viel und es waren relativ viele Konzepte. Ja, ich bin dann gleich wieder für Sie da und sag mal, bis gleich. So, meine lieben Damen und Herren, da wäre ich wieder mit der zweiten Aufgabe. Ich mache auch direkt weiter, weil ich mit Sicherheit schon ziemlich spät dran bin. So, die zweite Aufgabe ist Aufgabe Nummer 62. Und es geht um eins der wichtigsten Systeme bei Schaltkreisen, um den elektrischen Schwingkreis. Wir haben jetzt eine Schaltung, die besteht aus einer Induktivität L, einer Kapazität, also einem Kondensator C, die parallel zueinander angeordnet sind. Ja. Jetzt sollen wir erstmal wieder in Aufgabenteil A, naja, eine Skizze davon machen. Das wissen Sie mittlerweile. Ja. Das Ganze soll nachher auch noch einen Widerstand haben, aber da kommen wir auch nochmal drauf. Gut. Ich zeichne das schon mal mit Widerstand, weil wir nachher dazu kommen werden. Das hier ist erstmal unser Kondensator. Das ist unsere Induktivität L. Und falls wir noch einen Widerstand haben, ja, im Zweifelsfall hat selbst jedes bisschen Leitung so ein bisschen Widerstand, also ganz widerstandsfrei sind sie eh nie. Ja, haben wir das noch hier. So, das wäre Ihr Schwingkreis. Wichtig ist, im Unterschied zur letzten Aufgabe haben wir hier keine Wechselspannungsquelle.
Ja, wir haben keine Spannungsquelle, die das irgendwie von außen antreiben würde oder sowas. Das ist ein wichtiger Unterschied. Ja, das war schon Aufgabenteil A. Das ist die Skizze meiner Schaltung. Aufgabenteil B war jetzt, vernachlässigen Sie ohmsche Verluste. Also wir nehmen an, R gleich 0. Wir haben also tatsächlich nur noch den Kondensator und die Spule. Und stellen Sie die Differentialgleichung für die Funktion I von t, also die Stromstärke in Abhängigkeit von meiner Zeit, auf, die den fließenden Strom zu jedem Zeitpunkt t beschreibt. Auch hier gab es wieder ein paar Tipps. Hinweis, beachten Sie den Zusammenhang Q, also Ladung, gleich C mal U am Kondensator. Den haben wir ja vorhin in der letzten Aufgabe schon ausgenutzt. Und das Induktionsgesetz U gleich minus L, also Induktivität, mal der Ableitung der Stromstärke. Ja, das bedeutet, was man nutzen sollte, war U gleich CU und das Induktionsgesetz U gleich minus L dI nach dt. Gut, was brauchen wir, um diese Aufgabe zu lösen? Naja, wir brauchen erstmal die Maschenregel. Ja, Sie haben hier keine externe Stromquelle, das heißt, die Summe aller Spannungen. Ich nenne es mal UI, ja, muss sich zu 0 ergeben. Jetzt müssen Sie natürlich immer, weil hier die Spannung an der Spule negativ ist, ein bisschen mit den Vorzeichen aufpassen, aber das hatten wir ja gerade auch schon. Ja, die Summe, da das negativ ist an der Spule, muss ich also, ne, eine negative Spannung aufsummieren. Das bedeutet UC minus UL. Ja, die Summe ist in Wirklichkeit hier eine Differenz und das muss 0 sein. Der Tipp war jetzt, naja gut, jetzt muss man nochmal gucken. Das hier war die Spannung für den Kondensator. Das war die Spannung für die Spule. Ich sollte diese Werte berücksichtigen. Ja, oder diese, ich sag mal, Verhältnismäßigkeiten. Gut, dann kann ich das doch einfach einsetzen. Ja, das heißt, an meinem Kondensator kann ich das für die Spannung einsetzen. Dann bekomme ich die Ladung auf den Kondensatorplatten geteilt durch Kapazität. So, und jetzt habe ich hier minus die Spannung an der Spule. Die hat aber nochmal ein Minus drin. Das hebt sich mit dem anderen Minus wieder weg, sodass ich jetzt hier tatsächlich wieder ein Plus hinbekomme. Ja, dann habe ich hier plus die Induktivität mal die zeitliche Ableitung der Stromstärke. Das soll gleich 0 sein. Gut, das hilft uns jetzt bedingt weiter. Was wir allerdings gerne hätten, ist nicht die Ableitung der Stromstärke, wie wir sie hier stehen haben, sondern die Stromstärke selbst. Wenn Sie jetzt scharf hingucken und nochmal überlegen, wie wir die Stromstärke vorhin ausgenutzt hatten, wie wir sie definiert hatten, wissen wir, das ist die Ableitung meiner Ladung nach der Zeit. Ja, das heißt, Möglichkeit 1 draufzukommen, wäre natürlich die gleichen zu integrieren, um hier von dI nach dt auf die Stromstärke zu kommen. Andererseits könnte ich sie auch einfach nochmal zeitlich ableiten. Dann bekomme ich links die zeitliche Ableitung meiner Ladung, Q von t. Ja, und die zeitliche Ableitung davon ist genau meine Stromstärke. Ableiten ist in der Regel leichter als integrieren. Deswegen machen wir das jetzt einfach mal. Ja? Also, wir wollen ableiten. Was bekomme ich dann raus? Naja, dQ nach dt hat man schon gesagt, das ist nichts anderes als unsere Stromstärke geteilt durch C. Plus, naja, jetzt habe ich halt hier nicht mehr die Ableitung, sondern die zweite Ableitung nach der Zeit von meiner Stromstärke. Das ist jetzt nicht so wild. Ja, das ist relativ simpel. Gut, das kann ich jetzt ein bisschen schöner schreiben. Ja. Zweite Ableitung meiner Stromstärke nach der Zeit plus 1 geteilt durch Induktivität mal Kapazität mal Stromstärke ist gleich 0. Ja, das war die Differentialgleichung für die Funktion i von t, die wir haben wollten. Damit sind wir mit Aufgabenteil B auch schon wieder fertig. Aufgabenteil C. Jetzt sollten wir eine konkrete Lösung i von t angeben für die Anfangsbedingungen i zum Zeitpunkt 0, also Stromstärke zum Zeitpunkt 0, soll gleich I0 sein. Und die Ableitung der Stromstärke, ich nenne sie mal I0 Punkt, zum Zeitpunkt 0 nennen wir mal so, I0 Punkt. Ja. Und jetzt war die Frage, dafür sollen wir jetzt, wie gesagt, einmal die Gleichung lösen. Und dann war die Frage noch, wie wird so eine Bewegung in der Mechanik genannt? Das
gibt ja schon mal so ein paar Hinweise. Ne? Außerdem, als zweiter Hinweis war gegeben, schauen Sie sich nochmal Abschnitt 2.8 der Physik A2 Vorlesung an. Ja. Gut. Wie sieht unsere Lösung aus? Naja, das ist jetzt nicht so schwierig. I von t. Naja, wenn Sie sich das nochmal angucken, dann wissen Sie, ja, wie war das? Wenn ich sowas habe, kann ich sowas immer in zwei orthogonale Lösungen zerlegen. Das war das, was, wenn Sie jetzt in Abschnitt 2.8 geguckt hätten, was Sie da finden würden. Ja, und das kann man zum Beispiel schreiben als Sinus- und Kosinuskomponente. Ja, dann haben Sie eine Komponente, die so aussieht. Eine Komponente, die so aussieht. Warum durch Omega? Naja, das muss mit den Einheiten natürlich schon stimmen. Ja, wenn Sie sich überlegen, I0 ist so eine Art I0 Cosinus Omega t und ich leite das zeitlich ab, dann komme ich ja so ein I0 Punkt raus. Ja. Dann muss ich für die innere Ableitung natürlich noch ein Omega vorziehen und dieses Omega hier unten hebt das einfach wieder auf. Ja. Dann habe ich hier noch I0 Punkt durch Omega Sinus Omega t. Ja, und das ist jetzt in diesem Fall einfach mal meine Lösung. Ja. Nichts so besonders Schwieriges. Wenn Sie jetzt überlegen, wie wurde sowas in der klassischen Mechanik genannt? Naja, sehen Sie sich an. Ja, Sie haben eine Differentialgleichung zweiter Ordnung hier. Ja, zweite Ableitung und so. Das könnte Ihnen bekannt vorkommen. Sowas hatten Sie zum Beispiel mit zweiter Ableitung des Ortes und dem Ort selbst. Ja, das ist nichts anderes als die Gleichung des harmonischen Oszillators. Ja, das ist wirklich absolut nichts anderes. Ja, und wenn Sie jetzt hier nochmal auf die Skizze gucken, ist das auch nicht so viel was anderes. In der Tat wirklich nicht. Wenn Sie sich jetzt einfach mal überlegen, so ein, naja, sagen wir, Sie haben so ein Fadenpendel und das schwingt jetzt hin und her. Ja. Was machen Sie da im Prinzip? Naja, hier ganz links haben Sie relativ viel potenzielle Energie. Ja, am Umkehrpunkt bewegt sich das Pendel nicht, ist am Maximum, aber Sie haben sehr, sehr viel potenzielle Energie. Dann wird die wieder in Bewegung umgewandelt, das Ganze schwingt hier runter. Und hier unten haben Sie sehr, sehr viel kinetische Energie. Ja? Das bewegt sich sehr, sehr schnell, das Pendel. Aber Sie haben keine potenzielle Energie mehr. Dann sind Sie irgendwann am anderen Umkehrpunkt hier. Da haben Sie wieder potenzielle Energie. Ja, das heißt, im Prinzip wandeln Sie immer nur Energie zwischen zwei Energieformen, potenzieller und kinetischer Energie, permanent hin und her um. Gut, jetzt können wir mal überlegen, was machen Sie hier im Schwingkreis? Ja, Sie haben ganz, ganz viele Ladungen in Ihrem Schwingkreis und im Extremfall. Ja, haben Sie zum Beispiel sowas, wo alle positiven Ladungen hier hocken und die anderen hocken da. Was passiert dann? Na ja, gut, dann haben Sie hier ein relativ starkes E-Feld. So. Ja, das heißt, Sie haben hier E-elektrisch in dem einen Fall. Was passiert dann? Die Ladungen stoßen sich natürlich ab. Sie haben keine externe Spannungsquelle oder sowas. Ja, da kompensiert gar nichts. Das bedeutet, naja, die stoßen sich gegenseitig ab. Dann wird erstmal als nächstes ein Strom hier durchfließen. Das passiert auch. Ja, der Strom fließt durch den Stromkreis zurück. Die Elektronen, die Sie hier sehen, fließen einfach dahin und wollen auf die andere Leiterplatte fließen. Währenddessen müssen sie allerdings durch die Spule fließen. Ja, und Sie wissen, in dem Moment, wo es auf die Spule fließt, ja, wird ein Magnetfeld erzeugt. Das heißt, die Energie, die Sie haben, brauchen Sie dann irgendwann wieder auf, um ein Magnetfeld hier zu erzeugen. Was dann passiert ist, naja, wie Sie hier sehen, beim Pendel, ja, beim Fadenpendel hatten Sie auch ein Überschießen. Sie bleiben dann ja nicht stehen, wenn alles Magnetfeld ist, ja, beziehungsweise hier unten, wenn alles in kinetische Energie umgewandelt ist, sondern sie bewegen sich weiter. Das passiert auch, der Strom fließt weiter und Sie drehen das Ganze um, sodass, ja, Sie dann letztendlich bei einer Situation landen, wo es alles umgedreht ist und Sie alle negativen Ladungen hier haben, alle positiven hier. Das heißt, Sie haben das im Prinzip umgedreht. Ja, dann haben Sie wieder ein elektrisches Feld, aber das ist ungepolt. Das wäre im Prinzip das Äquivalent zu dieser potenziellen Energie auf der anderen Seite. Und dann, ja, haben Sie wieder die gleiche Situation wie am Anfang, nur umgedreht, ganz, ganz viele Ladungen auf den Kondensatorflächen, die sich abstoßen. Das heißt, Sie kriegen wieder einen Strom und Sie bekommen wieder ein Magnetfeld in der Spule und so weiter. Ja, das bedeutet, das Prinzip ist genau dasselbe wie beim harmonischen Oszillator. Nur die Energieformen, die Sie ineinander umwandeln, sind andere. Ja, beim harmonischen Oszillator in der Mechanik wandeln Sie potenzielle in kinetische Energie um, immer hin und her. Ja, und hier ist es einfach, dass Sie Energie ins elektrische Feld stecken und ins magnetische Feld und dass die Energie dazwischen auch immer umgewandelt wird, ja, und quasi Ihre Ladungen immer hin und her fließen. Gut. Damit können wir übergehen zu Aufgabenteil D. Bestimmen Sie die Amplitude des Stroms I von t.
In Abhängigkeit von Anfangsbedingungen und der Frequenz. Hinweis, verwenden Sie die Formel A mal Cosinus Omega T plus B mal Sinus Omega T ist gleich Wurzel A Quadrat plus B Quadrat Cosinus Omega T plus Phi. Gut. Naja, die einzelnen Terme hatten wir ja da schon stehen. Ja, das ist jetzt nicht mehr ganz so schwierig. Ich muss jetzt einfach nur noch ein bisschen umformulieren. Was hatten wir bisher? Wir hatten I0 Cosinus Omega T plus, die andere Anfangsbedingung sollte so sein, I0 Punkt durch Omega Sinus Omega T. Jetzt muss ich das einfach nur einsetzen. Ja, Sie sehen, mein A ist genau I0. Mein B ist I0 Punkt durch Omega. Das heißt, ich bekomme jetzt sowas raus wie die Wurzel 0 Quadrat plus I0 Punkt Quadrat durch Omega Quadrat. Ja, diese Wurzel mal Cosinus Omega T plus Phi. Das ist auch schon alles. Ja, wenn Sie möchten, kann man jetzt auch noch überlegen, wie Phi aussehen sollte. Das ist nichts anderes als, kann man ausrechnen, Arctangens von I0 Punkt durch Omega geteilt durch I0. Falls Sie sich nicht so ganz vorstellen können, wie das aussieht, kann ich Ihnen das gerne einmal aufzeichnen. Auf dieser Achse kommt x. X wäre also im Prinzip dieses Argument, was hier drin steht. Ja, das Wichtige ist, A cos tangens geht von minus pi halbe bis plus pi halbe. Ja, und je nachdem, wie groß das Argument ist, bekommen Sie einen Verlauf, der so aussieht. Sorry, das hier sollte natürlich nur bis genau pi halbe gehen. Stellen Sie sich das vor, dass das genau bis pi halbe geht. Ja. Jetzt können Sie sich überlegen, naja gut, wenn das 0 ist, dann ist dieser Term hier auch 0. Das heißt, I0 Punkt durch Omega muss dann 0 sein. Was bedeutet, naja, B ist 0. Sie haben nur noch A und da muss der Cosinus rauskommen. Ja, das heißt, dieser Arctangens ist 0. Arctangens davon ist auch 0. Das heißt, dann haben Sie hier auch noch diesen Cosinus-Term. Im umgekehrten Bereich, wenn dieser Term hier viel größer ist als I0, ja, dann liegen Sie hier vorne. Dann ist der Term pi halbe. Diese Phi, dann bekommen Sie Cosinus Omega T plus Pi halbe. Und wenn Sie sich an vorhin erinnern, Cosinus von irgendwas plus Pi halbe ist genau der Sinus dieses Terms. Dann bleibt im Wesentlichen nur der Sinusterm über. Das ist also genau das, was Sie tatsächlich auch erwarten würden. Ja, das ist also okay. So, Aufgabenteil E war etwas komplizierter. Jetzt war die Frage, wenn wir jetzt nochmal zurückgehen und sagen, okay, wir haben jetzt auch einen Ohmschwiderstand R im Stromkreis tatsächlich. Ja, eine Serienschaltung aus L, C und R und nehmen jetzt auch mit. Wie sieht dann die Differentialgleichung von oben aus? Auch da sollten wir jetzt wieder in Abschnitt 2.8 der alten Vorlesung nachsehen. Das heißt, wir gucken uns jetzt hier tatsächlich den vollen Schwingkreis an und nehmen diesen Widerstand mit. Ich schreibe Ihnen jetzt nicht wieder alles auf, weil die Herleitung quasi die gleiche ist. Sie müssen nur wissen, okay, hier habe ich auch eine Spannung. Die ist sowas wie Widerstand mal I. Ich habe hier eine DGL für die Stromstärke aufgestellt. Das bedeutet, ich bekomme sowas raus wie, naja, was hatten wir hier aufsummiert? Schauen wir doch nochmal. Ja, wir hatten hier die Summe der Spannungen drin. Das heißt, irgendwo müsste ich in diesem Term ja, noch sowas wie plus R mal I haben. Ja, gut. Das heißt, hier hatte ich einmal das Integral von I, die Ladung, die zeitliche Ableitung von I und jetzt einmal I dazwischen. Das heißt, ich liege einmal dazwischen. Alle diese Terme, die Sie hier sehen, habe ich im Verlauf der Herleitung von da nach da einmal durch L geteilt und einmal abgeleitet. Das heißt, wenn ich mit diesem Term R mal I genau das Gleiche mache, komme ich hin. Ja? Falls Ihnen das ein bisschen zu schnell war, schreibe ich es Ihnen nochmal hin. Wir hatten gerade schon den Term zweite Ableitung der Stromstärke nach der Zeit. Wir hatten gerade schon den Term 1 durch LC I von T, das war gleich 0. Und jetzt haben wir noch einen endlichen Widerstand. Ja, da habe ich also einmal meinen Widerstand drin. Dann habe ich gesagt, ich habe Ihnen alle Terme einmal durch die Induktivität geteilt. Dadurch kam auch diese Induktivität hier da rein. Und ich habe alles einmal zeitlich abgeleitet. Das heißt, ich hatte hier eigentlich meine Stromstärke stehen. Dann brauche ich jetzt
die Ableitung meiner Stromstärke nach der Zeit. Ja, fertig. Wie Sie sehen, ist auch das wieder ganz analog zum harmonischen Oszillator. Das hier wäre einfach ein Dämpfungsterm. Ja, ganz genauso, wie Sie es kennen. Und genau darum wird es jetzt auch im Aufgabenteil F nochmal gehen. Erläutern Sie, welche prinzipiell verschiedenen Fälle als Lösung auftreten können. Benennen Sie diese und fertigen Sie jeweils eine grobe Skizze des Verlaufs von I von T an, nicht ausrechnen. Na, ich hatte Ihnen gerade schon gesagt, was wir jetzt gemacht haben, ist im Prinzip, wir haben wieder einen harmonischen Oszillator genommen und einen Dämpfungsterm hinzugefügt. Also, die Mathematik ist die gleiche wie beim harmonischen Oszillator. Also muss ich auch wieder die gleichen Lösungen wie beim harmonischen Oszillator rausbekommen. Ja, das wollte ich, hier habe ich mein I von T. Ich nenne es einfach mal von plus 1 bis minus 1. Der Wertebereich kann natürlich ein anderer sein. Und da wissen Sie, na gut, der einfachste Fall, den Sie haben, ist der Schwingfall. Ja, da haben Sie hier so eine gedämpfte Schwingung gegen T und dann sieht das so aus. Das ist, wie Sie sich vielleicht erinnern, der Fall, den Sie haben, wenn die Dämpfung relativ gering ist. Wenn die Dämpfung sehr, sehr groß ist, kommen Sie hingegen so eine Art ganz langsamen exponentiellen Abfall raus. Ja, das ist der sogenannte Kriechfall. Da ist die Dämpfung so stark, dass gar nicht viel passiert. Dazwischen gibt es einen Fall, der sogenannte aperiodische Grenzfall, wo Sie auch schnell dämpfen, auch so einen exponentiellen Abfall haben, aber sehr, sehr schnell sozusagen auf den Nullwert kommen. Das ist der aperiodische Grenzfall. In der Mechanik ist das sehr gefragt gewesen beim harmonischen Oszillator. Stellen Sie sich vor, Sie haben einen Stoßdämpfer. Ja, Sie wollen also Erschütterung von Ihrem Auto dämpfen. Da wollen Sie weder, dass die Erschütterung ewig lange braucht, bis sie weg ist. Das wäre der Kriechfall. Sie wollen auch nicht, dass Ihr Auto ewig lange hin und her wackelt. Das wäre der Schwingfall. Sondern Sie wollen, dass diese Erschütterung ganz, ganz schnell weggedämpft ist. Ja, das heißt, rein mechanisch wollen Sie genau diesen aperiodischen Grenzfall haben. Ja, und jetzt hier im Schwingkreis bekommen Sie ganz genau das Gleiche. Ja, wie lange also Ihre Ladung in Ihrem Schwingkreis hin und her schwingt, hängt ganz stark davon ab, wie groß Ihre Dämpfung ist, was in diesem Fall ja der Dämpfungsterm R durch L ist, also im Wesentlichen ein Widerstand gegeben ist und so weiter. Ja, das heißt, was Sie hier sehen, ist ein ganz, ganz schönes Äquivalent zum ganz normalen harmonischen Oszillator, den Sie hoffentlich schon sehr gut kennen. Gut, damit hätten wir auch diese Aufgabe geschafft. Ich höre wieder auf, den Bildschirm mit Ihnen zu teilen, hole mir nochmal was zu trinken und bin dann gleich mit dem letzten Aufgabenteil wieder für Sie da. Bis gleich. So, meine lieben Damen und Herren, damit kommen wir dann auch direkt zur letzten Aufgabe. Ich beeile mich, ich weiß, ich bin spät dran. Das wäre Aufgabe, falsche Farbe, sorry. Aufgabe 63. Und hier geht es jetzt mal um Leitungsverluste beim Transport elektrischer Leistung. Im Prinzip soll Ihnen diese Aufgabe jetzt sagen, warum wir eigentlich ja, überall mit Wechselstrom arbeiten, warum sich Wechselstrom gegenüber Gleichstrom durchgesetzt hat. Ja, damit fängt die Aufgabe auch an. Durch diese Aufgabe wird erklärt, warum sich Wechselspannung gegenüber Gleichspannung in unserem täglichen Leben durchgesetzt hat. Eine Überlandleitung habe einen ohmschen Widerstand von 0,015 Ohm. Jetzt mal eher rel. Ja, Widerstand relativ, 0,015 Ohm pro Kilometer Leitung. Ja, eine Überlandleitung habe diesen Widerstand pro Kilometer Leitungslänge. Welcher Leitungsverlust tritt auf, wenn 200 Kilowatt elektrischer Leistung aus einem 10 Kilometer entfernten Kraftwerk, okay, mit einer Spannung von einmal 200 Volt und einmal 10 Kilovolt übertragen werden. Bearbeiten Sie hierfür die folgenden Aufgaben Schritt für Schritt. Führen Sie alle Berechnungen ohne Taschenrechner durch. A. Wie immer fertigen Sie eine Skizze an, in der alle relevanten Angaben der Aufgabe vorkommen. Naja, das ist jetzt hier nicht so sinnvoll zu zeichnen. Ich mache es trotzdem mal. Also, was war unsere Aufgabenstellung? Wir haben also ein Kraftwerk. So. Wir haben eine Leitung.
der Länge L, die zu einem Verbraucher führt. Ja. Die Leitung habe einen gewissen Widerstand, RL, pro Leitungslänge, also pro Kilometer. Wir erzeugen hier eine gewisse Leistung und, naja, muss ich jetzt intern zeichnen, ich mache es mal hier in die Seite, mit einer gewissen Spannung wird das durch die Leitung gejagt. Ja. Gut, damit ist im Prinzip schon alles gesagt. Damit kommen wir zu Aufgabenteil B. Das ist relativ simpel. Berechnen Sie den Gesamtwiderstand der Leitung. Naja, was ist der Gesamtwiderstand? Wir hatten gesagt, wir hatten einen Relativwiderstand pro Kilometer Leitungslänge. Wenn wir den jetzt einfach mit der Leitungslänge multiplizieren, bekommen wir R gesamt raus. Ich muss mal R-Guess. Ja. Was ist das dann? Na gut, wir hatten 0,015 Ohm pro Kilometer mal 10 Kilometer Leitungslänge. Also kommen wir auf 0,15 Ohm. Nicht viel. Ja, bei den meisten Schaltungen haben sie direkt mehr, aber jetzt auch nicht ganz vernachlässigbar, wie wir nachher noch feststellen werden. In Aufgabenteil C sollten wir jetzt den Strom berechnen, der bei Übertragung der oben genannten Leistung mit der Spannung U1 in der Leitung fließt. Also wir haben P, das hatten wir hier, wie gesagt, 200 Kilowatt. Wir haben U1. Die Frage ist, wie gesagt, für Strom haben wir. Naja, gut, das ist jetzt nicht so die Herausforderung, ja. Sie wissen, wie die Leistung definiert war. Ja, das ist das Produkt aus ihrer Spannung und ihrer Stromstärke. In diesem Fall sollten wir Spannung 1 nehmen. Das heißt, das kann ich einfach nach der Stromstärke umstellen, was dann einfach meine Leistung durch die Spannung ist. 200 Kilowatt, ja, durch 200 Volt. Na gut, 200 durch 200 bleiben 1000 Ampere übrig. Das ist, wie Sie vielleicht denken können, ziemlich viel. Ja, zum Glück haben Sie in der Regel meistens nicht 200 Volt auf Hochspannungsleitung, heißt ja Hochspannungsleitung. Ja, wie Sie hier schon sehen, es gibt vielleicht einen Grund dafür. Ja, 1000 Ampere könnte kritisch sein, aber es gibt auch noch andere Gründe dafür. Und denen gehen wir jetzt mal in Aufgabenteil D auf den Grund. Denn jetzt fragen wir uns einfach mal, wie groß ist eigentlich der Leitungsverlust? P gleich U-Leitung mal I. Warum Leitungsverlust? Na, wir haben gesagt, unsere Leitung hat einen gewissen Widerstand. Nicht viel, 0,15 Ohm. Ja, aber so ein bisschen Spannung wird dran abfallen und damit wird da auch ein bisschen Leistung verloren gehen. Ja, ganz klar. Naja, gut. Das ist jetzt einfach nur Zahlen einsetzen. Ja. Jetzt muss ich überlegen, wie groß ist die Spannung auf meiner Leitung? Ja, das ist relativ simpel. Da können Sie einfach sagen, Sie haben Ihnen Widerstand gegeben. Ja, das heißt, Sie können einfach das ohmsche Gesetz annehmen. Und Sie wissen einfach, das ist einfach nur der Widerstand Ihrer Leitung mal den Strom, der durchgeht. Ja, das heißt, hier haben Sie sowas wie R, in diesem Fall R Gesamt, nennen wir es mal I Quadrat. Na ja, gut. Das heißt, wir haben sowas wie 0,15 Ohm. Also nicht viel Widerstand, aber ja, der Strom geht zum Quadrat ein. Der Strom war 10 hoch 3 Ampere, also 10 hoch 6 Ampere. Ja. 0,15 Ohm nur, aber 10 hoch 6 Ampere. Das heißt, was übrig bleibt, sind, da wir zum Glück in SI-Einheiten arbeiten, 150 Kilowatt. Ja, das ist schon relativ beträchtlich. Ja, das ist der Leitungsverlust, den Sie unterwegs haben. Wie gesagt, wir haben mit 200 Kilowatt angefangen. Ja, damit kommen wir zu Aufgabenteil E. Wie groß ist damit die Spannung U-Verbraucher? Die noch beim Verbraucher auch tatsächlich ankommt. Na ja, gut. Damit können wir jetzt nochmal U-Leitung berechnen. Die Spannung, also die an der Leitung einfach verloren geht. Naja, R mal I, 0,15 Ohm mal 1000 Ampere. Das heißt, jetzt sind wir hier bei 150 Volt. Ja, das bedeutet, U-Verbraucher ist einfach nur meine Gesamtspannung U1 minus U-Leitung. Und das sind also noch 50 Volt. So, bei Aufgabenteil F sollte es jetzt mal darum gehen, dass wir das Ganze einfach nochmal berechnen.
Ja, die Aufgabenteile C bis E, aber das Ganze mit U2 gleich 10 Kilovolt. Ja, auch hier war wieder die Frage, wie groß ist die Spannung im Verbraucher, die eigentlich noch ankommt? Ja, na gut, machen wir das doch. Das ist nicht so schwer, die Rechnung ist die gleiche. Ja. Meine Stromstärke ist wieder meine Leistung durch die Spannung, diesmal durch U2, 10 Kilovolt. 200 durch 10, na gut, bleiben 20 Ampere übrig. Also immer noch ein riesiger Strom, ja, aber schon deutlich weniger als gerade. So. Was war die nächste Frage? Ach ja, die Leistung, die unterwegs verloren geht. Ja, das war sowas wie der Widerstand meiner Leistung mal Stromstärke zum Quadrat. Ja, Sie erinnern sich, 0,15 Ohm mal Stromstärke zum Quadrat. 20 zum Quadrat ist 400. Das heißt, da bleibt schon deutlich weniger über. Das sind in diesem Fall 60 Watt. Dann kann ich auch mal gucken, wie viel Spannung an meiner Leitung abfällt. Ja, R mal I. Das sind dann noch. Kann ich einfach einsetzen. Ja, mein R, wie gesagt, 0,15. Mein Strom, hatten wir hier schon gesagt, 20 Ampere, 0,15 mal 20. Na gut, 3. Ja, das heißt, 3 Volt fallen noch an der Leitung ab. Das bedeutet, was beim Verbraucher noch ankommt, ist gleich U2 minus U-Leitung, also minus meine Verluste. Das sind gleich 9.997 Volt. Sie sehen, da kommt schon zumindest relativ gesehen deutlich mehr Spannung beim Verbraucher an. Ja, deswegen sollten wir in Aufgabenteil G auch nochmal klären, wie groß sind die prozentualen Verluste der übertragenen Leistung in beiden Fällen? Und welche Konsequenzen ziehen Sie daraus für die Übertragung von elektrischer Leitung über große Distanzen? Na gut, vergleichen wir mal. Fall U1. Gleich 200 Volt. Verlustleistung durch Gesamtleistung. Wir hatten beides ja schon ausgerechnet. Die Verlustleistung waren 150 Kilowatt. Gesamtleistung waren 200 Kilowatt. Das heißt, Sie haben einfach mal locker 75% Verluste. Ja, für die zweite Spannung 10 Kilovolt. Was haben wir hier? Verlustleistung durch Gesamtleistung sind 60 Watt durch immer noch 200 Kilowatt. Naja, das sind ungefähr, da müssen wir schon runden, 0,03%. Das ist schon ein sehr, sehr relevanter Unterschied. Und daraus schließen Sie natürlich auch, naja, wenn Sie die freie Wahl hätten, welches von beiden würden Sie machen? Natürlich das zweite. Ja, wenn Sie die Verluste so minimieren können, machen Sie das natürlich auf jeden Fall. Das heißt, das Ziel für die Übertragung von elektrischer Leistung über Distanzen muss natürlich sein, möglichst hohe Spannungen bzw. möglichst geringe Ströme zu übertragen. Ja, weil wenn Sie hier sehen, schauen wir nochmal die Verlustleistung, das war diese hier. Wovon hing die ab? Naja, vom Widerstand der Leistung, der Leitung. Dass Sie den Widerstand der Leitung minimieren wollen, ist wahrscheinlich klar, aber auch vom Quadrat der Stromstärke. Ja, das heißt, je weniger Strom Sie da durchschicken, desto besser. Und Ihre Leistung, ich schreibe es Ihnen hier nochmal hin, ist das Produkt aus Spannung und Stromstärke. Das heißt, wenn Sie möchten, dass die Stromstärke klein wird, müssen Sie einfach nur die Spannung groß machen. Ja, das bedeutet, was Sie hier tatsächlich haben wollen, ist schlicht und einfach möglichst hohe Spannung zu haben. Dann funktioniert das am besten. Jetzt hat die Aufgabenstellung gesagt, dass uns das nahebringen würde, warum sich Wechselspannung durchgesetzt hat und nicht Gleichspannung. Im Prinzip wäre es denn der Leitung natürlich egal, ob sie jetzt eine Wechsel- oder eine Gleichspannung von 10 Kilovolt darüber jagen. Ja? Das ist erstmal vollkommen gleichgültig. Ja? Was aber wichtig ist, naja, Sie müssen den Strom, den Sie irgendwie erzeugen, natürlich auch erstmal dahin bekommen. Das heißt, Sie müssen erstmal den Strom so weit kriegen, dass er eine hohe Spannung hat. Und wenn Sie sich da überlegen, naja, dafür gibt es Transformatoren. Ja, das ist im Wesentlichen das, wofür ein Trafo da ist. Ja, das bedeutet, ja, damit können Sie quasi, wenn Sie, ja, das hatten Sie in der Vorlesung ja auch, ne, wenn Sie also quasi zwei Spulen haben mit unterschiedlicher Windungszahl, dann können Sie dadurch sozusagen Ihren Strom hoch oder runter transformieren. Ja,
Gut, also von Hochspannung und weniger Spannung. Der Witz ist aber natürlich, wenn Sie sich nochmal überlegen, wie die Spulen so funktionieren und wie Sie damit Spannung induzieren können, ja, dass Spulen natürlich auf Änderungen der Stromstärke reagieren. Das heißt, wenn Sie da jetzt einfach einen Gleichstrom durchjagen, hilft Ihnen der Transformator herzlich wenig und der transformiert Ihnen einfach nichts. Was Sie hingegen brauchen, ist eine Stromstärkenänderung und die bekommen Sie beim Wechselstrom hin. Das bedeutet, Transformatoren funktionieren natürlich nur gut mit Wechselstrom. Und nur mit Transformatoren können Sie diese Hochspannung überhaupt herstellen, ja, die Sie für diesen Transfer brauchen. Und genau aus diesem Grund hat sich Wechselspannung schlicht und einfach durchgesetzt, ja, weil damit funktionieren Transformatoren sehr gut und damit können Sie einfach diese Verluste auf langen Wegstrecken minimieren. Gut, damit habe ich Ihnen so schnell wie möglich auch diese letzte Teilaufgabe nochmal nahegebracht. Ja, ich wünsche Ihnen damit noch ein schönes Wochenende. Vielleicht sind Sie jetzt schon in der mathematischen Ergänzungsübung. Ich glaube, ich habe ein bisschen überzogen. Sehen Sie sich das hier dann einfach nochmal später an und dann, wie gesagt, bis nächste Woche an gleicher Stelle. Bis dahin.